Zelle. Das ist riesig. Und es reicht bis ganz nach unten. Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollen. Das ist ein bisschen... wahrscheinlich schön warm, aber... finde einen Eingang. Was ist das? Eine Kiste? Kann man machen? Hier mal eine Kiste? Das sieht mehr aus wie ein Eingang. Okay, wenn da eine Kiste ist, dann schwimme ich erstmal dahin. Ah nee, die ist wahrscheinlich da irgendwo drin. Okay. Ja, das ist doch ein Eingang. Da oben ist ein Riss. Vielleicht ein Eingang. Na sicher! Ja. So könnte ich reinkommen. Oh. Wir gehen da einfach alleine rein, machen unser Ding und dann gehen wir raus und sagen, hab leider keinen Weg gefunden. Der Typ ist komisch. Der ist bestimmt irgendwie, I don't know. Der ist mir nicht ganz geheuer, ja. Der ist mir nicht ganz geheuer. So. Ja, lustig. Und wie soll das jetzt... Ah, es geht an und dann geht's wieder aus. Dann warte ich. Gott, Hilfe. Das war gruselig. Hier muss irgendetwas sein, womit man die Turbine stoppen kann. Irgendetwas ist hier. Turbine steht. Schön. Turbine. Turbine. I'm sorry. Was haben wir hier? Von drin. Wie lasse ich die Quellen rein? Gar nicht. Die müssen wir nicht hier drin haben. Sieht wie ein Trainingsraum aus. Oh. Abspielen. Und wieder verkrieche ich mich im Raum. Und schreibe, um hier nicht durchzudrehen. Unglaublich, dass Grigori tot ist. Unser sogenannter spiritueller Anführer war topfit und plötzlich soll er im Schlaf gestorben sein? Und niemand will mit mir drüber reden. Sie behandeln mich wie ein Kind, flüstern hinter meinem Rücken, als ob der Tod nach dem Ende der Welt so viel für mich wäre. Kiste, Kiste, ich nehme die Kiste mit. Huch. Ja. Oh.
Ein Wohnbereich. Und ziemlich groß. Okay, ich gehe erstmal in die anderen Zimmer. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Mhm, nix. Kann ich? Nee, leider nicht. So, da habe ich sowas hier. Nichts ist normal an einem Wissenschaftler, seiner Tochter, einem Guru und, seien wir ehrlich, einem Harem, die die Endzeit im... Das Mädchen hat recht. An Ted ist nichts normal. Hoppala. Sorry, ich hab's irgendwie, kann es bitte nochmal abspielen? Nichts ist normal an einem Wissenschaftler, seiner Tochter, einem Guru und, seien wir ehrlich, einem Harem, die die Endzeit im unterirdischen Bunker eines Billionärs aussitzen. Aber ich fürchte, durch Grigoris Tod wird alles noch schräger. Er hat Ted ein paar Jahre stabilisiert, mehr oder weniger. Ohne ihn, wer weiß... Und wir wissen nicht mal, was mit ihm passiert ist. Grigori Fassbachs Tagebuch. Habe ich Ted gesagt, was er hören musste oder nur das, was er hören wollte? Wollte ich ihn zur Erlösung führen oder strebte ich nur selbst danach? Ich forderte ihn auf, sein Dasein in einem Universum ohne jeden Technik-Nihilismus zu erwägen. Aber hat er stattdessen seine eigene Vergangenheit ausgelöscht, zusammen mit dem Rest der Welt? Oh Gott, was habe ich getan? Takey, 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 takey. Na dann... Da ist doch was. Ich weiß, wir alle sind von Grigoris vorzeitigem Tod erschüttert. Er war ein spiritueller Mann, der sich nicht scheute, den Vorhang wegzureißen und in Abgründe zu blicken. Ich habe Dr. Sontau gebeten, zu untersuchen, was mit ihm passiert ist. Ich bin sicher, dass er irgendein Leiden gehabt hat. Doch das Wichtigste ist, auch wenn wir ihn vermissen, machen wir weiter. Es kommt alles wieder in Ordnung. Ja, irgendwas sagt mir, dass das nicht geklappt hat. So. Hoffentlich geht's hier zum Haupteingang. Dann kann ich die Quinn reinlassen. Aha, okay. Sieh sich das einer an. Ziemlich nobel für einen Bunker. Da, die Tür. Hoffentlich kann ich sie von innen öffnen. Oh, weia. Okay, dann lassen wir sie mal rein. Ah, gut. Eine Notausgangsfunktion. Die Tür ist offen. Das Schicksal ist mit uns. Ich wusste, du schaffst es. Was ist hier los? Der CEO macht sich bereit für Theben. Ha,
Wow, du Held, wirklich super toller Mann. Oh, oh, toll. Warum siehst du aus wie Ted Pharaoh? Ich bin Pharaoh, der Neue. Meine Essenz ist über Jahre, über Generationen die seine geblieben. Seine Seele ist meine Seele. Sein Wille ist mein Wille. Wir sind nur auf eine Art getrennt. Ich brauche sein letztes Testament, seine dunkelsten Geheimnisse. Und jetzt, da die Tür geöffnet ist, sind diese Geheimnisse in Reichweite. Wenn ich sie kenne, werde ich so vollständig sein, wie er es war. Ich werde alles haben, was ich brauche, um unser Heimatland zu retten. Und, wie Pharaoh es tat, die Welt. Okay. Ich glaube, hier ist nicht ganz klar, wer Pharaoh wirklich war. Niemand weiß besser als ich, wer er war, wer er ist. Ich. Der Erneuerer, der Größte der Ahnen. Der Mann, der die Welt gerettet hat. Und du, verstehst, Sobek. Du bist sie, Pharaohs Vorbotin, Assistentin. Komm, wir steigen gemeinsam nach Theben hinab. Wie es sein soll. Bring dir die Kleidung. Kleidung? Er ist Pharaoh, du bist Sobek. Sollte man für so ein wichtiges Ereignis nicht passend gekleidet sein? Nein, 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 nein. Nein, das zieh ich nicht an. Niemals. Du wirst die passende Kleidung tragen, die zum Anlass passt. Sonst was? Sobek soll das Leben mehr als alles andere schätzen. Ist das wahr? Gut. Ich trage deine Kleidung. Fahren wir fort? Schau dich hier um! Wie prächtig! Pharaohs Gebiet. Einfach atemberaubend. Sehr gut. Irgendwo hier hat Pharaoh seine Geheimnisse versteckt. Finden wir sie. Euer Hochwürden? Vielleicht sollten wir Wachen an den Ausgängen aufstellen. Nun gut, so sei es. Die meisten von Teds Frauen lehnen mich ab, ja? Sie sind wie Karikaturen von Hausfrauen, die sich für ihren Mann herausputzen. Aber Brianna, die Holosängerin, sie ist anders. Der Gedanke, dass all das... Sie war immer nett zu mir. Und ich mag ihre Stimme. Ist. Die seit Grigoris Tod auffallend leise geworden ist. Sie spekuliert und tratscht nicht wie die anderen. Sie weiß etwas. Das spüre ich. Und ich werde herausfinden, was... Okay. Okay. Schöne Waffe hast du da. Oh man. Was ist das schon wieder für ein kranker Kack hier? Pharaohs Gleichnis. Ein Denkmal für Pharaohs Größe. Das ist es, mein Ziel. Ein Denkmal ist es auf jeden Fall. Nur für was? Ich geh erstmal die Truhe holen, okay? Danke, tschüssi. Ich hab echt Angst, die greifen uns bestimmt noch an. Der Kaiser wird dich dafür mit Belohnungen überschütten, mein Ziel. Mit großen Risiken kommen große Belohnungen auf sie. Hörte sie da gerade runterhüpfen? Oh mein Gott, okay.
unten. Wir müssen noch gegen die Deppen hier kämpfen. Ich glaube, hier geht es nach unten. Wunderbar. Träge dir alles genau ein, Bohai. Für die Nacht. Es wird ein eigenes Kapitel in deinem Vermächtnis, mein Lord. Pharaoh hat sich hier ganz schön eingerichtet. Ein Ort der seiner. Natürlich, Eminenz. Rihanna hat erzählt, dass Grigori sich in Dateien gehackt und etwas Schlimmes rausgefunden hat. Dass Ted wichtige Leute umgebracht hat, die an Zero Dawn arbeiteten. Hat Ted Grigori bestraft? Ihn getötet, weil er zu viel wusste? Wie ist das möglich? Dad sagte, an Grigoris Körper war nichts zu sehen. Sein Herz blieb einfach stehen. Was Interessantes entdeckt? Ich weiß es noch nicht so recht. Das war ja ein richtiger Held, der Pharaoh, ne? Das war ja ein toller Macker. Kann ich das hier auffüllen? Rauchbomben sind eine schöne Sache. Das ich gerade... Okay. Hey, das ist merkwürdig. Ja, ich habe versucht, dich zu warnen. Ja, quasi. Wenn wir lange genug überleben, erkläre ich dir alles. Die da sehen wirklich bedrohlich aus. Ha. Statuen. Die Wächter von Pharaohs Gebiet. Das sind keine Statuen. Pass auf! Bring den Zio in Sicherheit. Dann hängt es wohl an uns. Ja, perfekt. Also. Wir haben keine Wahl. Verderber? Eine wendige und tödliche Kriegsmaschine aus der alten Welt. Sie kann mächtige Fernangriffe abfeuern und nutzt ihren clownähnlichen Schweif gegen Feinde im Nahkampf. Feuerschaden. Die waren doch. Ein guter Treffer! Jetzt halt, stopp! Danke. Wo ist Aufseher Bohai? Er ist zur Oberfläche zurückgekehrt. Eine weise Entscheidung. Wir dürfen nicht mehr Wahrsagerinnen verlieren als nötig. So, genug gewartet. Wir müssen weitermachen. Der hat sich vor Schiss in die Hosen gemacht. Brianna ist heute Morgen nicht aufgewacht. Sie ist tot. Wie Grigori. Ich blicke auf die riesige, hässliche Statue von Ted in der großen Halle. In seine Augen. Und ich weiß, dass er mich beobachtet. Er beobachtet uns alle. Er hatte immer Macht über uns. Ich wusste nur nicht, wie viel. Hast du Daten gefunden? Ein Fragment. Ein Beleg für Teds Macht. Ah.
Da geht es wohl entlang. Toller Typ, wirklich. Toller Typ. Als ich diesen Ort erbaute, als die Spezialsysteme entworfen wurden, wusste ich, was ich wollte. Schutz, natürlich. Eine unendliche Energiequelle, natürlich. Aber auch Kontrolle. Über jede mögliche Eventualität. Schließlich weiß man nie, was passiert, besonders wenn das menschliche Element eine Rolle spielt. Was hast du gefunden? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Vermutlich nicht. Immer weiter runter. Was ist das? Ein Thron mit Rückenlehne. Daran ist eine Maschine befestigt. Was die wohl macht? Probier's aus. Beeindruckende Installation. Wofür bloß? Es tut mir leid, CEO. Ich weiß es nicht. Mein Fokus kann die Daten hier nicht lesen. Was ist mit der lebenden Ahnen? Sind die Daten verloren? Ted wird ungeduldig. Wie kann ich ihm erklären, dass es nicht innerhalb eines Tages, einer Woche oder sogar eines Jahres Beweise lässt, dass ein Organismus Unsterblichkeit erreicht hat? Hier trifft die Redewendung, die Zeit wird es zeigen, absolut zu. Ich habe keine Ahnung, wie lange sein Körper überleben wird. Ich weiß nur, dass er länger überdauern wird als meiner. Was die Therapie angeht, sind wir von zwei Schritte vor, einen Schritt zurück, zu zwei Schritte vor, einen Schritt zur Seite aufgestiegen. Mit jeder Behandlung regenerieren sich seine Zellen schneller. Ich glaube, im Moment altern sie gar nicht mehr, aber es treten immer wieder Mutationen auf und jede muss individuell behandelt werden. Bisher scheint meine pharmazeutische Holzhammer-Strategie aufzugehen, aber wie lange noch und mit welchen Nebenwirkungen? Die Ironie an der Sache ist, dass ich in den letzten 2 Jahren in diesem Forschungsfeld mehr erreicht habe als die gesamte Branche in den letzten 20. Aber niemand ist hier, der das zu schätzen weiß. Ted ganz sicher nicht. Dieser Tage scheint es gar nichts mehr zu schätzen. Somtow. Ich sag's euch, dieser Ted lebt noch und er steht da gleich auf. Dann haben wir ein Problem. Da ist nix. Fassbach. Ich hätte nie gedacht, dass Ted das wirklich macht. Ich dachte, er wollte mir nur Angst einjagen, um mich unter Kontrolle zu halten, mir zu zeigen, was der Kanya antun kann, wenn ich aus der Reihe tanze oder bei seiner Behandlung Fehler mache. Es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich motiviert geblieben bin. Was sagt das über mich aus, über uns? Es gibt nur noch so wenige von uns und trotzdem haben wir noch Geheimnisse voneinander. Schreckliche Geheimnisse. Scanne doch bitte das Gerät. Gleich, ja. Du hast das für ihn gemacht? Ausschalter in ihre Köpfe eingesetzt? Kenya, verurteile mich nicht. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich abgelehnt, was hätte er getan? Was würde er dir antun? Du bist meine Tochter. Ich wollte, dass du weiterlebst. Wozu, Dad? Im Ernst, wozu? Um in diesem unterirdischen Albtraum gefangen zu sein? Berichte mir, was dein Fokus dir über das Gerät sagt. Halt deine Fresse, Mann. Du weißt, was wir tun müssen. Bitte. Hast du eine Aufzeichnung gefunden, Aloy? Ja. Ich zeig sie dir später.
genug Aufzeichnungen darüber, dass Pharaoh ein scheiß Psychopath ist. Das Gerät. Und du bist auch ein Psychopath, wenn du das noch 100 Mal sagen möchtest. Also. Hier ist noch eine Kiste und dann kann ich das scheiß Gerät scannen, was mir sagt, dass es eine Unsterblichkeitsmaschine ist. Scanne das Gerät. Medizinischer Stuhl, Patientenstuhl verbunden mit einer medizinischen Apparatur. Haben die Gentherapie leicht verändert und neue Medizin gegen die Mutationssymptome angewendet. Hoffentlich stabilisiert sich die Lage nach der nächsten Behandlung. Wer weiß, was Ted uns antut, wenn es so bleibt. Die ersten Ergebnisse waren so vielversprechend. Keine Spur von Alterung, keine Zelldegeneration. Aber jetzt, wenn ich in meinem alten Labor in Bangkok wäre, oder bei meinen alten Kollegen, oder bei meinem alten Schnaps. Es reicht. Wir müssen positiv denken. Für Kenya. Ich weiß, dass du etwas gesehen hast. Liefern die Daten eine Erklärung für den Zweck dieses Geräts? Ich glaube, Pharaoh war in Behandlung, um sein Leben zu verlängern. Sehr zu verlängern. Wirklich? Könnte er noch am Leben sein? Red keinen Blödsinn. Wenn er überlebt hätte, hätte er seine Essenz behalten. Dann hätte er sie nicht an mich vererbt. Vergiss nicht, dass er der Erneuerer war. Er hätte sich bei der Suche nach den Geheimnissen von Leben und Tod durch nichts aufhalten lassen. Aber nicht für sich selbst. Alle seine Taten waren auf einen Neuanfang ausgerichtet. Für uns, die Quen. Genau. Und für seinen wahren Erben, mich. So langsam glaube ich, du hast recht. Du hast wirklich viel mit Ted Pharaoh gemeinsam. Ich wusste, dass du mir zustimmen würdest. Fahren wir fort. Seine Geheimnisse warten. Das war kein Kompliment. Aber hey, ist okay, ist okay. Das verrate ich später, wenn ich alle abmuchse hier. Wie sie die Treppen runterläuft. Eine automatisierte Geothermalanlage direkt unter San Francisco. Wir nähern uns ein dem Zentrum. Wunderwerk. Ich kann es sogar tun. Ich kann sie bedienen. Und seien wir ehrlich, ich war immer eher Visionär als Ingenieur. Darum hatte ich die Weitsicht, auf den Einbau einer einzigartigen Funktion zu bestehen. Nur, falls mir jemand an den Karren fahren will, sozusagen. Reaktorstatus. Lalalala. Warnung, strukturelle Integrität niedrig, Kern gefährdet, jegliche Störung könnte das Sicherheitsprotokoll auslösen. Schön. Tretet die Tür ein. Ich suche nach einem anderen Eingang. Gute Idee. Das hat schon mal geklappt. In Ordnung. Leg los. Beeilung! Brecht sie auf! Ha! Ist das eine Art Lüftung? Keine schlechte Idee.
Eieiei. Öffnet die Tür! Hat sie es auf die andere Seite geschafft? Sammeln hier erstmal alles ein und dann mache ich dem Psychopathen die Tür auf. Also. Was sagst du zu deiner Verteidigung, Tech? Sonto und sein Kind sind tot. Ich habe sie heute Morgen zusammen auf dem Fußboden in seinem Büro gefunden. Sie müssen Gift geschluckt haben. Ich hätte sie nie ermordet. Sie war doch nur ein Kind, um Gottes Willen. Ich habe ihnen Leben geboten. Und so danken sie es mir, indem sie mich verlassen. Aber ich bin wohl schon von Anfang an allein gewesen. Ganz allein die Last tragen. Für die Vergangenheit, für die Zukunft. Das ist ganz Ted. Egal wer stirbt, er bemitleidet immer nur sich selbst. Liz Zukunft, Liz Kinder. Eines Tages kommen sie. Ich werde sie willkommen heißen. Sonto sagte, dass ich nicht mehr altere. Wenn überhaupt, regenerieren sich meine Zellen schneller als sonst. Ich muss nur abwarten, bis die Mutationen aufgehört haben. Zeit und Energie. Er sagte, ich bekomme alles Nötige im Reaktor, damit ich wieder stärker werde. Mein Leben wieder in Ordnung bringe, damit ich die Kinder begrüßen kann. Sie brauchen mich. Meinen Rat. Meine Führung. Dann bin ich nicht mehr allein. Pharaohs Geheimnisse. Sind sie hier? Nicht die, nach denen du suchst. Dann müssen sie da drin sein. Glaub mir, da willst du nicht rein. Bist du verrückt? Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Na, endlich! Pharaohs Vermächtnis gehört mir! Verbrennt alles! Warte, nein! Pharaoh hat es so manipuliert, dass es zersch... Erledigt sie auch! Keine Zeugen!